Wunderschönen guten Abend zusammen zum Agena Trader Helpdesk Webinar, natürlich mit Carsten Berger, dem Experten schlechthin. Ne? Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat heute zum Webinar begrüßen. Carsten hat mir gerade schon so ein bisschen angeteasert, was er vorhat. Von daher, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Und deshalb springen wir jetzt mal direkt zum Risikohinweis, denn Sie kennen es alle, auch dieses Webinar dient natürlich nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts des gleich Gezeigten als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, ganz gleich, was der Carsten zeigen sollte, erklärt oder handelt, was auch immer. Ja, denn am Ende ist es immer Ihre eigene Entscheidung, die Sie treffen müssen. Ja, das ist ganz wichtig zu sagen. Von daher würde ich sagen, Carsten, ich gebe dir mal den Bildschirm und du hast sogar schon, hast du den Chat auf? Ja, habe ich auf. Die Fragen, die kann man mir natürlich dann immer reinstellen. Bei den Fragen kein Problem. Chat auch. Also ich habe das offen und kann das verfolgen. Brauchst also nicht mitlesen. Das mache ich selbst dann. Werden Alles gut. wahrscheinlich nicht so viele Fragen werden. Such mir mal den passenden Bildschirm raus, welcher das ist. Jetzt ist es Und gerade dann da. tradercoach.de. Tradercoach.de ist es. Okay, war es. Dann müssen wir in die Mitte abtauchen. So, da sehen wir Das das sieht mal. besser Heute aus. ohne Einleitungsfolie, weil das ein bisschen geändert wurde, das Layout ein bisschen geändert wurde. Wer bei mir ein paar Infos sich ziehen will, der kann gerne auf meine neue Homepage gucken. Ist immer noch tradercoach.de, ein paar Infos sich ziehen. Nur mal so zur Info über mich steht da auch was drin. Deswegen werde ich heute nur ganz kurz andeuten, wer ich eigentlich bin. Und freue mich heute nach, ich glaube jetzt 2 Monate waren Pause, krankheitsbedingt. Corona hat mich doch heimgesucht. Bisschen länger gedauert, aber ich bin jetzt wieder auf dem Weg nach oben, also im Aufwärtstrend im Gegensatz zu den Börsen. Und von daher steigen wir wieder ein. Und wer noch nicht dabei gewesen ist bei den ersten beiden oder ersten drei Webinaren zu der Folge Agena Trader Helpdesk, dem muss ich sagen, wir haben ja angefangen mit einem Projekt und zwar, wir haben den Agena Trader in dem Installationsmodus, wie man ihn bekommt, einfach aufgespielt und haben dann angefangen, so wie ich meinen Arbeitsplatz, man erkennt das Perlentaucher-Tool wahrscheinlich von der Perlentaucher-Strategie, Indexanalyse, wie ich das so aufbaue. Und genau nach dieser Struktur habe ich meinen Arbeitsplatz aufgebaut. Und wer den Agena Trader hat, super Software, weiß auch, dass die sehr, sehr komplex ist und dass man, wenn man sich da selber was erstellen will, da schon auf einige Hürden stößt. Also kann ich nur empfehlen, derjenige, der noch nicht, sage ich mal, jetzt die ersten drei gesehen hat, sich das nochmal anzuschauen. Das ist bei FX Flat auf jeden Fall zu sehen. Die sind gespeichert, ja, in der Mediathek dort und kann sich das gerne dort anschauen. Dann geht es ja von null quasi bis zu diesem Stand. Okay, wer bin ich? Carsten Berger wurde schon angedeutet, bin 54 mittlerweile. Und wohne 10 Kilometer südlich von Berlin, bin ursprünglicher gebürtiger Berliner, nutze den Agena Trader seit 2011, habe unzählige Videos gemacht, habe die Anleitung wirklich mit der PDF-Anleitung gemacht. Also das ist wirklich schwierig umzusetzen und habe daraus gesagt, okay, das ist eine tolle Software und habe dann mit dem Gilbert Kreuzthaler zusammen im Endeffekt dann die Videos erstellt, die natürlich jetzt nicht mehr, ich glaube, auf dem Server von Agena Trader sind, weil sie natürlich nicht mehr aktuell sind. Denn auch diese Software entwickelt sich natürlich weiter und dann passt das natürlich nicht mehr so zusammen. Aber von daher kann ich gerne mein Wissen hier weitergeben. Also wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Fragen hinein. Ansonsten machen wir heute an dem Arbeitsplatz einfach so weiter und schauen wir uns das nochmal an, wie der aussieht. Wir haben da einiges verändert. Ich gehe mal kurz zurück, was wir eigentlich gemacht haben. Und zwar ist das jetzt so der Arbeitsplatz so ungefähr, wie ich mein Perlentaucher-Tool angelegt habe. Natürlich sind das nicht die Signale, aber ich möchte euch ja nur den Weg dahin geben. Und so könnt ihr auch eure eigenen Trading-Signale oder die Orders und so weiter, alles, was damit hineinspielt, umsetzen. Wir haben bei null angefangen und haben als erstes probiert, den Chart uns anzupassen. Also der war ja, glaube ich, meistens ist der schwarz ausgeliefert. Und wir haben gesagt, Mensch, wir wollen mal vielleicht etwas augenschonender sein. Nicht das Weiße im Hintergrund, sondern ein bisschen Grau. Also ein bisschen ergonomisch auch angelegt, die Farben angepasst, der Kerzen. Wir haben uns hier unten einen Indikator, den Volume Up and Down
hineingelegt, ein ATR-14. Und mir geht es gar nicht so um die Strategie, dass die sinnvoll ist, sondern einfach nur, wie ihr das umsetzt. Das könnt ihr ja mit euren Signalen selbst umsetzen. Dann haben wir den MACD in der Standardeinstellung drin und wir haben drei Charts hier drin in verschiedenen Zeitrahmen, Tageschart, Woche, Monat, die sehen alle gleich aus. Dann haben wir ein Augenmerk drauf gelegt, was ist hier mit dem Action Bar hier rechts in der Seite. Also immer am Chart rechts befindet sich ja der Action Bar, das wisst ihr. Und da kann man ja verschiedene Dinge hinzutun. Und der Vorteil des Action Bars ist einfach, dass man zum Beispiel bei den Indikatoren hier ist das Volumen fest drin. Das heißt, wenn ich hier einen anderen Wert reinlege, zum Beispiel Daimler Benz oder so, dann ist es egal, der bleibt da immer drin. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel den MACD loswerden möchte, weil ich den nicht permanent drin haben möchte, dann klicke ich hier einfach auf MACD und dann habe ich mehr Platz im Chart. Ja, das ist, kann man so machen. Das ist also der pure Indikator. Dann haben wir die Farben im Indikator verändert. Das habe ich gezeigt. Also auch die Einstellungsmenüs dazu. Dann habe ich, als wir das alles angepasst haben und verändert haben, auch darauf hingewiesen, wie die Speicherebenen sind. Es ist nicht so wie in anderen Software, dass man halt etwas schließt hier zum Beispiel und findet es dann wieder gleich beim nächsten Mal wieder in der Form vor. Das ist nicht so. Man sollte verschiedene Speicherebenen berücksichtigen. Ja, das ist zum einen die niedrigste Speicherebene und das kurz wiederhole ich einfach nochmal, damit man das weiß. Hier rechts sprechen wir ja vom Chart. Das ist eine Chartvorlage, also nur dieser Chart mit dem Action Bar drin. Und wenn ich hier mit rechts reinklicke in den Chart, dann kann ich hier auf Einstellungen gehen. Und habe hier unten die Chartvorlagen. Und das speichert man am besten. Ja. Man arbeitet in einem Chart, erstellt sich den so weit, wie man ihn gerne haben möchte, mit den Buttons und so an der Seite rechts im Action Bar und speichert das dann, den TS-Screener haben wir gemacht hier zum Beispiel, in diesem Format ab. Der Vorteil dabei ist, wenn man das alles fertig macht in einem Chart, dass man das natürlich dann als Chartvorlage in die anderen Charts hineinladen kann. Und muss dann nicht ewig rumfummeln. Und das kostet ewig Zeit. Dann baut sich das vorher auf. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich vorher einen Plan zu machen. Und zwar, damit man weiß, okay, was habe ich denn dort hinein, was will ich alles hineinpacken? Was für ein Signal? Was für Zeicheninstrumente zum Beispiel? Ja, ich habe hier so ein Rectangle reingepackt. Wir haben das farblich angepasst. Eine Linie, ja, und was man hier so reinmachen kann. Man kann natürlich noch viel mehr reinmachen, aber das sollte einfach mal gezeigt werden, wie das geht. Und wenn man, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid ein bisschen weiter. Ihr habt hier zum Beispiel mehrere Tabs offen, wie hier. Screener, Nasdaq, S&P 500, das ist nicht so meine Vorgehensweise, sondern ihr habt eigene Layouts noch. Und guckt mal, wenn ich jetzt auf Futures gehe, dann habe ich das schon übertragen, so wie das aussieht. Aber Nasdaq zum Beispiel, der Reiter, der sieht immer noch so aus, wie der AT ausgeliefert wurde. Und das ist genau das Problem. Wenn ihr euch weiterentwickelt und wollt etwas hinzufügen und habt hier oben mehrere Tabs offen, dann müsst ihr das manuell hinzufügen oder wieder eine Vorlage erstellen und die dann dort hochladen. Habt ihr aber unterschiedliche Buttons oder Signale in den einzelnen Tabs, zum Beispiel hier oben drin, Tabs sind hier diese einzelnen Reiter. Hier oben stehen auch die Listennamen drin, ne, vom Instrument List Escort. Da kann man die selber reinschreiben. Zeige ich gleich nochmal, weil das auch eine wichtige Funktion ist, die man sich merken sollte. Wie kriegt man also den Namen hier oben rein? Ne? Also, was ich euch mitgeben müsste, speichert das in der kleinsten Speicherebene ab. Ne? Rechtsklick hinein, Einstellungen, Chartvorlage, Speichern unter meinetwegen. Ihr könnt hier oben den Namen vergeben dann. Da ist der letzte drin und dann klickt ihr auf OK und habt euer erstes Chart-Layout gespeichert. So, wenn ihr das angepasst habt, meinetwegen, ich gebe jetzt hier drei Zeicheninstrumente zu und will die auch in den unteren Charts haben, dann mache ich Folgendes. Ich gehe mit rechts wieder hier unten rein, Einstellungen, Chartvorlage und dann lade ich die hier einfach rein. So, wenn ihr das vorher schon mal gemacht habt, dann sagen mir mal einige Leute, das geht ja jetzt gar nicht. Ja, ist klar, da ist es angehakt. Dann müsst ihr einmal einen Sprung zurück machen. So. Dann ist es wieder eine alte Vorlage und dann müsst ihr, wenn ihr die neu frisch gespeichert habt, ich hoffe, ich habe sie jetzt wirklich letztes Mal auch selber gespeichert. Das werden wir gleich sehen. Ladet die dann und dann ist die da drin. So. Also gut ist es immer, wenn man sich dann verschiedene
sinnvolle Namen dann auch vergibt, damit man das auch im AT dann super wiederfindet. Ja. Die nächste Speicherebene ist, wenn ihr diese Tabs hier oben befüllen wollt und sagt, ja, Nasdaq will ich jetzt aber nicht so sehen, sondern eigentlich so, wie es hier im Screener ist, wisst ihr selber, ist die List-Chart-Gruppe. Was ist das? Links, wo meine Maus ist, Screener, Scanner oder Liste genannt. Wir sind jetzt Aktien, zwar der DAX aufgeführt, ist eine Liste, deswegen nennt man das Liste auch. Man kann auch Screener sagen. Aber List-Chart-Gruppe ist das, was wir suchen. Und Chart ist ja hier der Fall und Gruppe, weil es mehrere sind. So, das kann ich auch speichern. Ne? Also wenn ich alles fertig habe und sage, das ist mein finales Template, dann klicke ich hier mit rechts rein, gehe auf Einstellungen, Chart-Gruppe, Vorlage, Speichern unter. Und wie ihr seht, habe ich dieselbe Bezeichnung. Man muss da nicht unterscheiden, weil bei List-Chart-Gruppe wird dann auch wirklich nur die List-Chart-Gruppen Speicherelemente aufgeführt. Auch hier bitte immer sorgfältig arbeiten. Wenn ihr nichts was überschreiben wollt, dann macht ihr hier Screener-Vorlage 1, beim nächsten Mal 2, 3. Dann könnt ihr immer noch mal einen Schritt zurückgehen, wenn euch was nicht gefällt. Ja, das erleichtert es wesentlich. Sollte mal ein Fehler beim AT passieren, sind diese List-Chart-Gruppen für euch das Wichtigste, auch diese Chart-Vorlagen, weil ihr könnt so immer wieder Dinge reproduzieren. Also diese Speicherebene ist wichtiger als Arbeitsplatz speichern, zum Beispiel hier, Hauptarbeitsplatz speichern. Das ist ja auch immer das, wenn ihr den Agena Trader schließt, dann werdet ihr immer gefragt, wollt ihr speichern? Und wenn ihr keinen Murks gebaut habt und das alles super war, was ihr dort gemacht habt, dann könnt ihr speichern Ja sagen. Ansonsten würde ich, wenn das nicht so gut gelaufen ist, eher speichern Nein sagen. Von daher, da bitte drauf achten. Okay. Soweit dazu. Jetzt haben wir natürlich auch Signale gemacht, entwickelt. Das ist ja nun kein Riesensignal, aber wir waren da hier dabei, hier Signale einzufügen. Ja? MACD Long, deswegen habe ich das abgekürzt mit ML Long und ML Short. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr gerne mit diesen einfachen Anzeigen von Signalen arbeite. Wenn hier dann grüne 1 aufleuchtet, dann ist es Long und wenn hier eine rote 1 aufleuchtet, dann ist es Short. Und da haben wir ein Signal entworfen. Wie haben wir das gemacht? Wir sind auf Strategien gegangen, Condition Escort. Wir haben eine Condition, das heißt nichts anderes als ein Signal gemacht. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hingelegt habe. Wo habe ich das gespeichert? Das ist eine gute Frage. Das ist ja ein Ding. Das weiß ich selber nicht mehr. Irgendwo hatte ich es abgelegt. Oder es kann ja nicht sein, dass das Signal noch drin ist und ich habe es gar nicht gespeichert. Wie soll das gehen? Das ist ja auch lustig. Passieren manchmal auch Dinge, die ich nicht verstehe dann. Das Ding ist ja auch so komplex. Vielleicht weiß noch einer, wo ich es gespeichert habe. Kann ich es mir gar nicht vorstellen. Doch, das ist das hier. Ich habe es mir geholt. So war es. Ich habe euch gezeigt, wie man ein Signal erstellen kann. Das sieht dann so aus, genau. Und habe das einfach genommen. Habe aber erklärt, so war es, nicht selber eins gemacht. Wie es letztendlich dann dazu kommt, wie man das benutzt im Endeffekt. So, man kann hier, wenn man das Signal erstellt hat, dann auch ganz einfach das übernehmen, aber anders speichern. Zum Beispiel, wenn ich hier unten raufklicke, dann übernehme ich ein vorgefertigtes und kann es nochmal als Condition nochmal extra speichern, kann dem einen neuen Namen vergeben und lasse das ursprüngliche da drin. Und haue dann meinetwegen noch einen, weiß ich nicht, Umkehrstab mit hinein, 52 Wochen hoch, whatever. Ja, also das ist auch gut, wenn ihr das einfach mal als Option nehmt. Ihr müsst dann nicht immer alles neu nochmal fertigen. Könnt ihr einfach speichern gehen und dann das im Endeffekt nochmal neu im Namen vergeben. So. Wenn ihr hier oben einfach eine 1 hin macht oder so und neu speichern würdet und hier unten auf Übernehmen geht, dann wird das Ding einfach umbenannt. Ja, das ist dann neu, ist dann einfach anders und ist dann halt weg in der Form, wie es dann hier gespeichert war. Machen wir jetzt mal nicht, also deshalb abbrechen. So, das Signal habe ich dann so übernommen und habe das Signal zum einen, was ja für euch interessant ist, ihr wollt ja ein Signal einmal im Scanner oder im Screener sehen, einmal hier reingefügt. Ja, und zwar mit Spalten bearbeiten, das war das Ding, was wir gemacht haben. Spalten bearbeiten haben wir aus der Condition. Ja, die sind hier aufgeführt, MACD, das hier oben reingelegt. Habt dann einen neuen Namen vergeben, deswegen heißt das jetzt anders. Und ihr seht, der Scan-Name ist eigentlich der. Also
die Beschriftung kann man verändern und der Scanname ist weiterhin ersichtlich, damit ihr wisst, was da eigentlich drin ist. So, und dann ist natürlich noch entscheidend, wie kann ich denn das Signal auch im Chart sehen? Und deswegen haben wir das gemacht hier rechts, einmal für Long und einmal für Short im Action Bar. So, jetzt kann ich das hier anklicken, dann seht ihr die grünen Pfeile. Ich mache das mal hier ein bisschen größer. Ihr könnt so einen Chart hier oben vergrößern. Dann sind die anderen beiden im Hintergrund, sind noch da, aber ihr habt ein viel größeres Display dafür. So, ihr seht, wo haben wir einen grünen Pfeil? Da sind die Long-Signale und da oben sind die Short-Signale rein vom MACD her, ne, in der Standardeinstellung. Dient nur dem Beispiel, das ist jetzt keine Strategie, die ich verfolge. Ihr könnt ja dann eure eigenen Signale dort einfügen. So, das ist ja gut. Und ich mag das auch, weil ich mehrere Signale ja nebeneinander lege. Zum Beispiel könnte ich jetzt noch sagen, ich möchte den SMA 200, dass der Kurs da drüber ist zum Beispiel. Und so kann ich ja so eine Signalkaskade aufbauen. Je mehr grüne Lampen leuchten, desto mehr weiß ich, dass bestimmte Signalanzahlen vorliegt. Es gibt aber auch noch eine andere Möglichkeit, die kennt ihr auch. Hallo Roland, Günther, kannst dich gerne bei mir melden. Schönen Gruß. Auch morgen, ja. Und Roland, begrüße dich auch ganz herzlich. Wenn ihr viele Signale habt und ihr mögt es gar nicht und ihr wollt eine Strategie mit daran knüpfen, dann kennt ihr das bestimmt aus den Werbevideos vom AT. Da klickt man doppelt drauf und schon ist eine Strategie drin, hier rechts. Und ihr seht den Einstiegskurs, den Stoppkurs, meinetwegen auch ein Target bis zu drei Target, also drei Ziele. Und die Positionsgröße wird automatisch berechnet. Ganz genau, das kann man genau machen. Das werden wir uns jetzt ansehen. Das heißt, wer die Signale jetzt so anlegen möchte, das ist meine bevorzugte Weise, dass ich mir die so anzeigen lasse. Und dann quasi manuell an der rechten Seite ein Kaufsignal generiere. Manuell, klick das an, sehe, dass hier mein Signal auftaucht, klick es manuell an und habe dann ein Setup dahinter. Also dann kommt ein Einstiegssignal, also eine Einstiegsorder, ein Stop und ein bis drei Targets oder so. Oder auch nur eine manuelle, wenn ich das möchte. So, jetzt schauen wir uns an, wie geht das? Wir sprechen jetzt quasi über den Setup Escort. Und das ist genau das Ding, was ihr braucht. Und wie kriegt man den Setup Escort jetzt hier rein? Ihr klickt hier auf Spalten bearbeiten. Und das nennt sich konkret für dieses Spaltenmodul Analyzer Escort. Und in den Setup Escort müssen wir auf jeden Fall reingehen. Da setzen wir die entsprechenden Orders, wie die sich quasi von der Default Order, wie man sie, wenn ihr raufklickt, in den Chart hineingelegt bekommt, wieder die ersten Einstellungen sind. So, das macht ihr hier auf und zieht einfach mal diesen Analyzer darüber. So, dann seht ihr, und das müsst ihr euch auch merken, egal ob ihr jetzt so ein Signal oder aber ein Indikator oder so oder weiter in die Mitte zieht hier rein von den Spalten, es steht immer auf eine Minute. Wenn ihr jetzt zumacht, dann kriegt ihr die Signale quasi im Analyzer Escort im 1-Minuten-Takt. Ja, wir wollen jetzt hier auf Tagesbasis arbeiten, müsst ihr umstellen. Ist auch ganz einfach. Auf der rechten Seite habt ihr auch gelernt, Indikatoren, Condition Escort und so sind immer in Hälften eingeteilt, in drei Teile oder in zwei. Ihr könnt halt quasi auf der rechten Seite bei den Indikatoren und im Analyzer Escort hier alles einstellen. Das ist ganz einfach. Man kann auch hier, wenn so eine Dreiecke oder so ein größer als oder kleiner als Zeichen ist, dann kann man hier raufklicken. Dann zeigt das an, dass da noch was verbogen ist. Ihr könnt hier Dropdown-Menü nutzen und die voreingestellten Zeiteinheiten nutzen. Also für mich würde jetzt zum Beispiel hier Tag ausreichen. Ihr könnt aber auch noch hier reingehen in Tag und könnt hier runter dieses Top-Down-Menü. Und dann habt ihr im Endeffekt noch viel mehr Einstellungsmöglichkeiten. Hier von Aikin, Ashi, Chart, Renko, Chart, Limebreak, Kagi, Point and Figure und was ihr immer halt haben wollt, könntet ihr jetzt auch so einstellen. Ich möchte jetzt einfach nur einen Tageschart haben. Habt ihr also da volle Auswahlmöglichkeit. So, das haben wir jetzt. Wir haben also jetzt die Zeiteinheit eingestellt, in der unsere Signale später gescannt werden. Und dann kann ich, das ist der Vorteil von dieser Analyzer-Escort-Spalte, kann man sagen, Analyzer-Spalte, dass man dort mehrere Signale gleichzeitig
im Tagesmodus jetzt hier scannen lassen kann. Ich müsste die also nicht nebeneinander in einer horizontalen in einer Liste anlegen, sondern habe sie quasi alle drauf. Und da, welches Signal gerade erscheint, kommt da rein. Das schauen wir uns mal an. Ich gehe jetzt auf Bestätigen. Und okay, dann haben wir diese Leiste da drin. So, und dann erscheint wahrscheinlich bei euch dann auch irgendwelche Signale. Da muss man halt gucken, ob man die überhaupt aktiviert haben möchte. Und dafür brauchen wir den Setup-Escode. Man sieht jetzt hier den Tageschart, sollte man auf jeden Fall die Zeiteinheit hier oben drin haben, damit man weiß, wann das hier gescannt wird. Da ich überwiegend sowieso nur am Tageschart arbeite, das ist bei mir nicht so schwierig, arbeitet ihr mit Multi-Zeiteinheiten, dann legt euch da bitte eine Minute an, Tag an, Woche an, whatever. Ja? So, jetzt müssen wir hier die Signale rausbekommen. Wie machen wir das? Dazu gehen wir auf Strategien. Und gehen auf Setup Escort. Das ist ja das Pendantstück zum Analyzer Escort Spalte. Ja, klickt mal da drauf. Gibt drei wichtige Elemente, könnt ihr euch merken immer. Das ist zum einen der Condition Escort. Und das ist der Setup Escort. Dann haben wir noch ein anderes. Und das ist im Endeffekt die Risikoverwaltung. Die drei arbeiten als Team zusammen. Ja. So, jetzt sind wir im Setup Escort. Das sieht jetzt noch relativ unspektakulär aus. Da, wo wir jetzt hier sind mit diesem gelb, sag ich mal gold- oder orangefarbenen, also eher orangefarbenen Feld markiert, kann man quasi wie in einem Buch einen Hefter jetzt anlegen, also einen Buchmantel oder einen Ordner. Und da könnte ich jetzt mehrere Signale noch darunter einpacken. Ich nutze am Anfang, und das empfehle ich euch auch am Anfang, die Standardfunktion zu lassen. Dann hättet ihr jetzt eine neue, würdet jetzt eingeben, einen neuen Namen, dann sagt man zum Beispiel Trend meinetwegen, ja. Analyzer hinzufügen. Und dem wird jetzt passiert. Dann habe ich hier Trend drin und müsste dann später, das zeige ich euch im Agena Trailer, dann gewisse Strategien aktivieren. Ja, deshalb, ich lasse das lieber auf Standard, weil es reicht für den Anfang. Ja, wenn ihr nicht, sagen wir mal, jetzt unendlich viele Strategien gleichzeitig handelt, was ich sowieso nicht empfehle, weil es sehr, sehr aufwendig ist, auch in der Verwaltung. Könnt ihr dann hier, sagen wir mal, mit der Standard erstmal vorlieb nehmen. Okay, nehmen wir die Standard. Wenn ihr dann auf Standard klickt, öffnet sich hier dieses Feld. Und da sieht man hier, boah, hier sind ja unheimlich viele Haken. Ganz einfach erklärt, links sind die Signale. Da steht jetzt Entry Escort. Ich merke mir das immer so, das sind die Signale. Da ist ja auch unser MACD Crossover Long. Wenn ihr eigene gemacht habt im Condition Escort, also dort, wo ihr Signale erstellt, dann sollten die sich auch hier drin wiederfinden. So, und nur da, wo der Haken drin ist, ja, ich schiebe das mal runter, nur hier, wo der Haken gesetzt hat, die Signale befinden sich dann auch hier oben in der Analyzer Escort Spalte. Wenn ihr jetzt hier alle anklicken würdet, ja, das kann ich ja mal machen, dann seht ihr mal, ich weiß nicht, ob wir überhaupt dann noch, wahrscheinlich noch ein paar Signale bekommen, ich mache das mal, damit seht ihr auch, das kann man machen, aber halte ich für nicht so sinnvoll, ich gehe mal auf Übernehmen. Jetzt habe ich alle aktiviert und jetzt gehe ich hier rechts rein. Der Agena Trader macht das nicht von alleine, dass er die jetzt automatisch macht. Ich muss ihm Schubs geben. Klicke ich mit rechts in diese Analyzer Escort Spalte und gehe mal hier nochmal auf Neuladen oder hier speziell. Dann lädt er nur diese Spalte. Wenn ich auf Neuladen gehe, dann lädt er alles neu, was in dieser Liste ist. Ich gehe jetzt mal hier auf Analyzer Escort Neuladen und ihr seht, aha. Hier passiert ja jetzt wesentlich mehr. Warum? Na klar, wir haben ja im Setup Escort die ganzen Haken gesetzt. Das heißt, alle Strategien, auch die vorgefertigten oder eure eigenen, die ihr im Condition Escort, also Signal Escort, sage ich immer, erstellt habt, sind dann da drin. Ihr müsst die aber einen Haken setzen quasi. Heißt auch, wenn ihr etwas Neues erstellt, Setup Escort aufsuchen und dann den Haken ersetzen. Gehen wir nochmal rein in den Setup Escort. Strategien. Setup Escort und nehmen jetzt mal die raus, die wir jetzt wirklich brauchen. Ja, nicht brauchen, sagen wir so und so. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Im Endeffekt alles bis auf diesen MACD, weil das sind ja die Signale, die wir auch haben. Das wären jetzt quasi auch vielleicht eure eigenen Namen für Conditions, die ihr habt. Den Rest würde ich rausschmeißen, weil da sind ja ab Werk, habt ihr gesehen, schon ein paar Einstellungen drin. Wir hauen die jetzt mal hier raus, gehen auf Übernehmen und okay, ich will, dass ihr das seht, wie das dann aussieht. Klick mit rechts hier rein, gehe auf Neuladen hier unten
Analyzer Day oder neu laden und zack, sieht das schon wesentlich aufgeräumter aus. So viel dazu. Was hier auffällt in dieser Spalte zum Beispiel ist, dass es verschiedene Farben gibt in der Intensität. Also es gibt eine dunkelrote Farbe zum Beispiel, es gibt aber auch dieses hellrot und es wird halt immer fader, die Farbe immer heller, ungesättigter, je länger von der Zeitperiode das Signal zurückliegt. Und wenn ihr mit der Maustaste hier rüber geht, ist ja ein langer Name, deshalb empfehle ich euch immer für die Übersichtlichkeit eure Conditions nicht so lang zu benennen, also lange Namen zu vergeben, wenn ihr sie in im Analyzer-Escort haben wollt, weil dann wird das so ein endlos langes Ding. Ihr müsst drüber hovern, damit ihr vielleicht wisst überhaupt, was es ist. Also wenn man weiß, dass man die in so einer Analyzer-Spalte hat, macht den Namen kürzer und merkt euch die Beschreibung dann, was dahinter ist. Anders, es sieht einfach übersichtlich aus. So, wenn man jetzt rüber geht, dann sehen wir, hinten ist eine 1 hinter den Namen. Und das bedeutet, dass das Signal schon eine Periode zurückliegt. Es ist also nicht frisch, sondern es liegt einen Tag zurück und es wäre dunkelrot, wenn es jetzt ganz neu wäre. Wir können es sehen, vielleicht kriegen wir ja ein paar Signale, wenn wir gleich, sage ich mal, einen anderen Markt screenen. Der Roland fragt, bin sehr dankbar für diese Frage, wo diese Signale beschrieben sind. Ich würde die Agina Trader Seite anwählen und zwar auch hier oben kann man ja mal gucken auf Support. Und ihr seht hier Indikatoren oder FAQ. Da würde ich es probieren. Ich habe da selbst noch nicht nachgeschaut, weil mich diese Strategien ja jetzt per se nicht selbst so interessiert haben, aber ich würde es dann dort versuchen. Wäre schön, wenn die da beschrieben wären. Ich denke mal, wird der Fall sein. Das Signal an sich, was hier ist, ist klar. Das kann ich dir auch erklären. Das ist ganz einfach. Der Markt. Ich mache die mal an, die sind Short. Man sieht hier oben ist ein Short-Signal und das crossed im Endeffekt da oben. So, das ist ganz einfach. Und wenn du hier ein Long-Signal hast, dann crossed der Markt quasi die Linie, die schnellere, die kürzere Linie, die langsamere. Ne? Das ist relativ einfach. Die anderen musst du dir anschauen. Ist ja eigentlich auch nur ein Beispiel. So, okay. Dann haben wir, gerne Roland. Wo waren wir stehen geblieben? Verschiedene Farben. So, das heißt, wenn ich den Setup-Escort so einstelle, dass er mir Signale auch anzeigt, die etwas älter sind, wie kann ich denn das machen? Wenn er mir eine anzeigt, kann er mir vielleicht auch zwei anzeigen. Gehe ich wieder in den Setup-Escort dafür. Ich will euch zeigen, was möglich ist. Ob das immer sinnvoll ist, werde ich euch gleich noch zeigen. Ich lasse euch ja da nicht alleine. Hier unten. Historie, Perioden im Analyzer. Das ist genau das Feld, was ihr dafür braucht. Da steht eine 1. Mache ich jetzt hier 5, dann geht ihr im Endeffekt 5 Perioden zurück. Das geht jetzt ja 5 Tage, 5 Minuten. Also alle Signale, die jetzt hier in dem Fall in den letzten 5 Tageskerzen passiert sind, werden dann auftauchen. Machen wir. Dann könnt ihr das sehen, übernehmen und okay. Aktualisieren den wieder, Rechtsklick rein. Ihr seht, es geht nicht von alleine, sondern ich muss ihn nochmal anschieben. Das mache ich. Und ihr seht, aha, wir haben verschiedene Farben von Rot. Hier ist ein hell, noch helleres Rot. Man sieht sofort, okay, das ist auf jeden Fall das frischere Signal. Das ist das, was schon ein bisschen älter ist. Das ist also 2 Tage alt. Man kann hier mal raufklicken. Das schauen wir uns im Chart an. Und wir sehen, es ist ein Short-Signal, weil es ist rot. Und wir sehen hier, das ist also schon 2 Tage alt. Das müsste eigentlich die Kerze jetzt mitzählen. Aber das ist die 0 in dem Fall, das ist die 1 und dann ist das die 2. Das ist 2 Tage alt. Und wenn ich hier draufklicke bei Fresenius, dann sieht man, das ist die 0 Kerze und das ist die 1. Das heißt, in dem Fall ist die Kerze 1 Tag alt. Das hat einfach den Sinn, dass ich dann weiß, lohnt sich denn so ein Signal noch, wenn es schon 4 Tage alt ist, ob ich das noch handeln kann. Ich selbst empfehle, diese Zahl hier im Setup-Escort recht gering zu halten, weil dadurch einfach die Übersicht, sage ich mal, ja, gewahrt bleibt. Denn im Tageschart werden euch, und so geht es mir immer, genug Signale erscheinen,
sodass ich da im Endeffekt für eine Übersicht sorge. Was nützt mir es, wenn ich überall Signale bekomme im Tageschart, ich müsste das hier alles anschauen? Da ist ja kein Ranking bei oder keine Qualität von Signalen. Also bei mir in meinem System ist ein Ranking mit bei, das heißt, ich weiß, wann welche Qualität von Signal vorliegt. Und von daher die Übersicht. Wenn ihr nur 4, 5 Werte habt und handelt die im Minutenchart, dann kann es schon Sinn machen, das zu machen, weil vielleicht nicht in allen 5 Werten so viele Signale auftauchen und ihr vielleicht gerade Kaffee holen seid und dann sagt, ist das Signal nach einer Minute weg. So schnell könnt ihr vielleicht doch nicht eure Kaffeemaschine anschmeißen. Kommt nach oben, der sieht das Signal nicht mehr. Und dann seht ihr hier halt noch, oh, da war vor 2 Minuten Signal. Ich guck mal noch schnell drauf. Kann ich das noch nehmen? Lohnt sich es noch, um mein Ziel zu erreichen? Oder ist der Markt eventuell schon zu weit weggelaufen? Also da macht das schon Sinn. Aber generell nehme ich das hier raus und lasse das beim Tageschart auf ein. Ja, weil das ist einfach übersichtlicher. Okay, das ist im Endeffekt das hier auf der linken Seite. Kommen wir mal zu der rechten Seite. Das ist nichts anderes als dass ihr wisst ja, der Arjuna Trader hat vorgefertigte Stop-Escorts. Was ist das? Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als dass der Arjuna Trader eine automatische, also eine vollautomatische Stop-Nachziehung hat, wenn ihr die aktiviert. Das heißt, ihr könnt hier zum Beispiel den 8-Trail aktivieren. Das bedeutet, dann wird an dem SMA 8 einfachen gleitenden Durchschnitt der Stop nachgeführt nach einem bestimmten Regelwerk. Hier geht es nach ATR. Fix-Tick kann man machen, wer das gerne möchte. Parabolik, SAR und so weiter. Das müsst ihr euch, und da muss ich wirklich sagen, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr automatisierte Stops benutzen wollt, kann ich euch nur empfehlen, das im Tageschart nicht zu machen. Weil ihr im Tageschart, außer ihr habt 1800 Positionen und wollt die nicht alle durchgehen, dann macht das. Habt ihr euer Depot mit vielleicht 20 Werten und so weiter, dann würde ich das eher manuell machen. Macht ihr das im Intraday-Chart, ja, Minutentakt oder so, dann macht das ja schon Sinn. Ja? Wenn ich zum Beispiel einen Teilgewinn mitnehme, dann möchte ich ja, sagen wir um 10 Uhr mein Target erreicht habe im DAX Future oder sonst wo, dann möchte ich ja nicht den ganzen Tag davor sitzen bis 18 Uhr oder 22:30 Uhr und immer den Stopp nachziehen. Dann sage ich mir, ich nehme mir ein Regelwerk, einen automatisierten Stopp, der hinterhergeht und dann ist auch gut. Ihr müsst wissen, was das Ding hier kann. Das heißt, bitte probiert aus, was die Dinger dann wirklich in der Realität machen, ob das zu eurer Strategie passt. Ich für meinen Teil benutze die im Tageschart nicht. Ich sehe ja, wo mein Stop hin muss. Ich habe dann ein Regelwerk. Ich habe mir einen Indikator geschaffen, sagen wir es mal so, der mir anzeigt, wann Handlungsbedarf besteht. Der zieht keinen Stop nach, sondern da geht eine Lampe an und der sagt mir, hey, in deiner Position passiert gerade was. Du müsstest über, es ist Handlungsbedarf. Und das bedeutet für mich in meiner Strategie, entweder ziehe ich den Stop nach, entweder gehe ich sofort aus der Position raus, also beim nächsten Tag in der Eröffnung. Weil bei meinen Signale kommen immer, wenn der Markt geschlossen ist, Tageschart halt mäßig. Ja, das ist im Endeffekt alles. Und das solltet ihr dabei beachten. Wenn ihr mit diesen Stops spielt, müssen alle Haken, sage ich mal, wenn ihr die ausprobieren wollt, gesetzt sein. Denn nur wo der Haken hier gesetzt ist, könnt ihr die dann auch als Stop nachher einbinden. Das ist hier quasi so die Seite, wo man alles anhaken muss, was man verwenden will. Mehr ist das eigentlich nicht. Genauso mit den Targets hier unten. Ihr habt ja auch die Haken, sind alle aktiviert, könnt ihr alle ausprobieren. Ihr müsst sie ja nicht nehmen. Ja. Hat also keine Auswirkung. Okay, das, was hier angehakt ist in den 3 Ebenen, spielt dann hier eine Rolle im Escort, Konfiguration innerhalb des Setup-Escorts. Ja, ich hoffe, kommt mit den Namen noch klar. So, wir haben ja 2 Haken gesetzt. Das sind die beiden MACD-Strategien. Ne? Hier, das waren die. Ja, da gesetzt und dann erscheinen die hier. Nur wenn man das da setzt, erscheint das hier. Wenn ihr hier was aktiviert, wir probieren es mal aus, wir nehmen mal hier einfach RSI und gehen in den Konfigurations-Escort. Ah, da geht er sofort. Das haben sie behoben. Früher musste man immer einmal reinklicken, damit das geht. Jetzt ist es drin. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das raus? Remove Setup.
Also jetzt habe ich es reingemacht, ich möchte das nicht mehr sehen, remove, tschüss, ist er wieder weg. Der manuelle Modus, der ist immer dabei, glaube ich, den kann man auch nicht weglöschen, sondern der ist dabei. Werde ich euch gleich erklären, ob was das ist. So, wenn ich die beiden Strategien hier drin habe, markiere ich eine, das ist zwar das Long-Signal. Jetzt habe ich das markiert und auf der rechten Seite, kennt ihr ja auch, kann ich was einstellen. So, und das ist der Initialstop. Das hat ja einen riesengroßen Wert, weil man muss ja, also man sollte, bei seiner Position immer sagen, wann gehe ich raus, wenn der Markt nicht das macht, was ich gerne hätte. Und dann halt Verluste begrenzen, Schlagwort. Und in dem Fall wäre es hier die ATR-Berechnung und hier habt ihr alle Stops, die man letztendlich sehen kann. Müsst ihr ausprobieren, was ihr dort nehmt. Ich habe eine, ja, entweder die Bar-by-Bar-Regelung, da kann ich sagen, Bar-by-Bar heißt im Endeffekt von Kerze zu Kerze, von Periode zu Periode, kann ich sagen, ich nehme die letzten drei Bars, dann nimmt ihr im Endeffekt den Stop der letzten drei Bars und passt den an vom Tief her. Ja, oder ATR. Wissen müsst ihr einfach, ihr könnt die Dinger, die Stops immer verschieben nachher im Chart. Ihr müsst da nicht ewig vorsitzen und sagen wir, ihr müsst das nehmen, so wie es da ist. Es ist alles verschiebbar. Es ist im Endeffekt ein Vorschlags-Initial-Stop im Chart. So, dann gibt es zwei Dinger. Das ist der Hard-Trail-Stop und der Soft-Trail-Stop. Das sind diese Teil- oder sage ich mal automatisierten Stop-Nachführungen. Wenn ihr sie nicht benutzen wollt, klickt ihr darauf, auf dieses Dropdown-Menü und geht auf, das haben sie jetzt verändert. Das ist ja lustig. Sieht irgendeiner Initial-Stop-Only? Du bist dran vorbeigegangen. Ich bin dran vorbeigegangen. Ich habe mal Initiales, das gehen wir da. Genau. Ich dachte schon, wir haben einen Bug hier drin. Alles klar. Danke dir für die Hilfe, siehst du. Genau. Also Initialstop only heißt im Endeffekt aus. Es gibt nur einen Initialstop, der wird zur Berechnung benötigt, um euer Risiko und die Stückzahl zu berechnen. Und der Initialstop only bedeutet, ja, es gibt nur einen Initialstop und zwar hier in Form des Bar by Bars. Da wird nichts automatisch nachgeführt. Man hätte auch reinschreiben können, aus, ist jetzt vielleicht einfacher. Und ich habe es für mich selten benutzt, weil ich stelle ja da nicht ewig was ein. Deswegen habe ich es jetzt auch nicht gefunden gleich, weil ich war der Meinung, es war früher ein bisschen höher angesiedelt, aber okay. Das ist also der Ausschalter. Wenn ihr hier etwas reinmacht, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ihr dann einen automatisierten Stop habt, der nach dem bestimmten Regelwerk den Stop nachzieht. Deswegen müsst ihr euch damit vertraut machen. Auch das steht, so gut ich wie es weiß, wieder in diesem Wiki drin. Das geht ja wieder auf Support. Und dann kommt ihr hier auf die Online-Hilfe oder sogar Indikatoren. Dort sollte es irgendwo drinstehen. Macht euch damit vertraut, ist wichtig, weil Stop-Nachführung ist das Wichtigste. Die meiste Performance geht flöten, weil die Stop-Setzung nicht stimmt. Ja, entweder hat man einen groß zu weit weg Stop, dann geht zu viel vom Gewinn verloren, oder man ist zu nah dran und der Markt wird kurzfristig mal in die andere Richtung gehen und man nimmt nicht mit. Das Optimum werdet ihr sowieso nie finden, aber ihr müsst den Mittelweg dazu finden und wissen, wie die Dinger funktionieren. Beim Target, das heißt im Ziel, ist es eigentlich auch völlig klar, hier könnt ihr nur das auswählen, was ihr vorher bei Aktivierung, also da, angehakt habt. Deswegen immer alle Haken setzen, dann könnt ihr hier alles auswählen. Okay, das dazu. Wenn ihr das, sage ich mal, manuelles Modus, was hier steht, nutzen wollt, dann bedeutet das im Endeffekt Folgendes. Ihr müsst wissen, da ist kein Signal hinterlegt. Hier ist ja ein Signal hinterlegt. Ne? Es kommt ein MACD Cross. Und wenn der kommt, könnte ich jetzt, sage ich mal, hier oben doppelt draufklicken und dann würde er, wenn ich hier doppelt draufklicke, einen Set, also einen Orderbaum reinlegen und zwar in Form eines Initialstops und einen Multi-Risk One-Level Ziel-Target. Wenn man es in Verbindung, wenn dieses Signal auftaucht. Wenn ich einen manuellen Modus habe, dann habe ich kein Signal. Also es kann keinen manuellen Modus hier reinpacken, sondern ich kann den manuellen Modus nur nutzen, so wie ich es mache, wenn ich ein Signal bekomme.
Und dann drücke ich selber auf den Knopf und lege dieses Setup da rein. Das ist dann hier rechts am Rand. Aber auch dieses manuelle Setup kann man zum Beispiel nutzen, indem man eins erstellt. Wer das gerne möchte, der kann das hier unten tun. Der geht hier unten rein und sagt zum Beispiel T2 meinetwegen. Das heißt für mich, ich hätte zwei Targets. Ja. Und wenn man das nicht auswendig weiß, macht man vielleicht noch zwei Namen dazu. BB würde jetzt Bar by Bar Initialstop oder so heißen. Ne? Dann drückst du auf neues manuelles Setup und dann erscheint das hier. Und das manuelle Setup hat dann die Einstellungen, die ihr hier macht. Dann müsstet ihr das auch auf Initialstop Only machen. Jetzt habe ich es gefunden. Und dann ist das gut. Ja. Ihr klickt dann auf Übernehmen und schon ist das, es springt immer zurück dann. Da bleibt zwar das Fenster offen, wenn ihr auf OK gehen würdet, dann würde das ganze Fenster hier zugehen. Wenn ich auf Konfiguration gehe, dann müsste jetzt dort beides Initialstop Only sein. Das heißt ausgeschaltet und gutes. Manuelles Setup. So. Das ist aber noch nicht alles. Das, was hier jetzt drin ist, das kann ich auch einstellen. Das bedeutet, ich müsste jetzt eins weitergehen. Also wir gucken mal hier, MACD Course Long, Parameter. So. Aha. Jetzt muss ich das hier markieren. Ich sehe, welche Entry Stops, auch das, was ich wieder angehakt habe, ist hier verfügbar bei den Stops und bei den Zielen, also nicht verwirren lassen. Ich klicke jetzt hier auf MACD und dann habe ich hier rechts die Möglichkeiten. Und das sind die Möglichkeiten, die habe ich, egal ob ich jetzt ein manuelles Setup habe oder ein signalgebundenes Setup. Ne? Manuell heißt, ich muss selber draufklicken. Hier hängt das MACD-Signal aus dem Condition Escort mit dran. So, wenn ich jetzt nach rechts gucke, dann kann ich hier, und das kann ich nur jedem empfehlen, ich hatte mal einen Kunden, der hatte hier ein Ja drin stehen. Hier steht Automated, das heißt Vollautomatisierung. Wenn ihr hier Yes drin stehen habt und wundert euch, warum euer Konto exorbitant nach oben schießt, dann habt ihr hier wahrscheinlich ein vollautomatisiertes Handelssystem drin. Das kann ich nicht empfehlen, wenn ihr müsst ja genau wissen, was er tut. False ausgeschaltet ist hier die richtige Wahl erstmal. Ja. Dann kann man hier verschiedene Einstellungen machen. Break even after, das heißt nachdem Break even ziehen, ja, wenn der Initialstop, sag ich mal, wenn ihr euer Kurs noch weiter nach vorne marschiert, ein Gewinn ist, dann wollt ihr irgendwann, sag ich mal, auf Einstieg hinterherziehen. Ja, dann kann man sie hier eingeben, nach wann dann, wie viel Prozent das zum Beispiel passiert. Man kann aber darunter, also hier einstellen, welche Bedingungen vorliegen muss. Also entweder Risiko, das bedeutet, ja, ein R-Risiko bedeutet der Abstand zwischen dem Einstiegsstopp und eurem Initialstopp. Das wäre ein Risiko. Und wenn ich jetzt Risk nehme, und gebe hier ein, eine 2, dann bedeutet das quasi, wenn der Kurs zwei Entfernungen Einstieg zum Initialstop weg ist, das Zweifache diesen Abstand nach oben hat, dann würde er den Trade quasi fast risikolos machen, man hat ja noch die Gebühren, dann auf Break-Even setzen. Sehr vorsichtig sein mit dem Break-Even-Stop. Auch das ist ein Performance-Killer, wenn man keine Targets hat. Ja, weil ansonsten läuft beim Trendhandel ja der Markt nach oben, ist schön oben und jetzt zieht er auf Break-Even, dann kommt die Korrektur und dann fliegt ihr wieder raus und danach läuft der Markt weiter. Ist ganz oft der Fall. Deswegen immer gucken und das Ding muss wirklich zur Strategie passen. Könnt ihr dann auch anpassen hier mit Ticks, ATR und Prozent zum Beispiel auch. Also wenn ihr jetzt hier 2% nehmt, würde es bedeuten, der Markt muss vom Einstieg 2% im Gewinn sein, dann würde er Break-Even ziehen. Ja? Machen wir hier wieder auf 0. So, dann gibt es dasselbe mit den Ticks. Dann haben wir hier, das ist eine wichtige Einstellung, und zwar Order-Typen. Kennt ihr bestimmt auch, es gibt eine Stop-Order, ich kann das ja mal aufmachen. Dann gibt es eine Limit-Order, eine Stop-Limit und eine Market-Order. Das ist einfach, das kann man auch wieder ändern, wenn die Orders drin liegen im Chart, aber ihr habt eine Voreinstellung. Also ich arbeite immer mit Stop-Limits-Orders und zwar im Tageshandel, damit es, wenn es ein Gap gibt, ich nicht zu viel bezahle für den Trade. Im Intraday-Handel kann ich euch die Stop-Limit-Order nicht empfehlen, weil der Markt meistens schneller durchläuft. Also wenn ihr sagt, Stop-Limit-Order 100, sagen wir mal 100 Dollar möchte ich irgendwo reingehen in eine Aktie und ihr habt das Limit auf 100 Dollar und 10 Cent oder so gesetzt im Intraday-Handel, kann es sein, dass der Markt und der Spread so schnell nach oben geht, dass das Limit überschritten wird und eure Strategie, ihr seid nicht drin im Trade. Ne?
Also dann würde ich hier im Intraday-Handel nur mit Stop-Orders handeln, im End-of-Day-Handel Tageschart Stop-Limit-Order. Das ist quasi die Voreinstellung, dann kann man später ja noch ändern. Dann kann man sich hier auch noch ein Signal schicken lassen an der E-Mail, das ist alles gar nicht so wichtig. Sounds kann man machen lassen. Man kann, das finde ich eine ganz witzige Funktion, hier auch sein eigenes Risikomanagement eingeben, was jetzt nur für diese Orderform anbelangt. Also man hat ja dieses Risiko-Money-Management, das größere, hier unter der Risikoverwaltung, da ist ja das zentrale Management. Man kann aber, wenn man das verschiedene Signale bauen möchte, hier auch sein eigenes Risikomanagement bauen und sagen, ich möchte gerne nur einen Trade machen, der 100 Euro oder 100 Dollar Risiko hat. Aber nur für das Setup. Für Short zum Beispiel nicht. Wenn ich das nicht angebe hier, dann greift die risikozentrale Verwaltung. Macht Sinn. Man kann sich zum Beispiel einen Orderbaum erstellen, manuelle Orders, und kann sagen, ich möchte mit 100 Euro Risiko reingehen, mit 200, mit 300, mit 400, mit 1000 oder whatever. Je nachdem, wie die Marktlage ist, und braucht sich dann eigentlich keine Gedanken machen. Ne? Das ist aber dann immer wieder das gleiche Risiko in Form von Geld oder prozentual vom Konto. So, das haben wir. Order-Modus ist direkt. Ja, was soll ich dazu sagen? Direkt heißt, es geht zum Broker. Synthetik heißt im Endeffekt, das Ding liegt beim Agena Trader und wird, wenn der die Order getriggert wird, erst dann zum Broker geschickt. Ich nutze mal direkt. Aber gut, es gibt es halt auch. Dann kann man noch eine E-Mail bekommen, wie die, wenn es da zu einer Ausführung kommt und so weiter. Soweit, so gut. Das sind die Parameter für die Einstiege. Jetzt gucken wir mal auf den Stop Escort. Wir nehmen mal Bar by Bar. Ich glaube, das ist der einfachste. Da hat jeder Stop natürlich hier rechts auf der Seite eine andere Einstellungsmöglichkeit. Ja, gucken wir mal hier. Bollinger Band sieht natürlich wieder anders aus, logisch. Bar by Bar, was heißt das? Bedeutet im Endeffekt hier Stop Deviation Ticks, Wait before first trail. Das bedeutet im Endeffekt, ja, wie lange soll er warten, bevor er den überhaupt nachzieht? Wie lange soll er warten? Soll er nach Candles warten oder soll er ATR warten? Also da könnt ihr was einstellen. Da müsstet ihr aber genau wissen, wie so ein Markt überhaupt funktioniert. Ist es am effektivsten, wenn ich zwei Kerzen warte, bevor ich nachziehe, oder drei Kerzen? Da müsst ihr im Endeffekt eine Statistik haben. Das kann man ja nicht ins Blaue testen, nur weil es einmal funktioniert hat. Also da würde ich erstmal nicht rumdrehen. Was kann es hier? Das bedeutet Bars Back Hard Trail. Das ist ja der automatisierte Stop. Der steht auf 2. Dann haben wir hier den Initial-Stop. Das ist eigentlich der wichtigste. Wenn ihr die anderen ausgeschaltet habt mit Initial-Stop only vorher, dann spielen die hier keine Rolle, auch wenn da ein Wert drin ist. Schaltet ihr den Bar by Bar dort ein, dann richtet er sich der Hardtrail nach diesen 2 Perioden zurück und der nach einer Periode. In der nächsten Session werde ich dann erklären, was das dann mit Bars Back Hardtrail und so weiter und hier Softtrail, Hardtrail auf sich hat. Das schaffen wir jetzt nicht mehr. Und ja, hier könnt ihr anpassen. Ich nehme dann gerne mal ein bisschen mehr. Ich habe dann halt 5 Bars zurück und Softtrail, wenn ich das machen möchte, ist wichtig, dass die immer schneller sind. Also Softtrail muss schneller sein als der Hardtrail. Also die Zahl hier kleiner als beim Hardtrail zum Beispiel. Das wäre jetzt hier in dem Fall richtig. Wenn ich Initialstop mache, nehme ich 5 oder 6. Das ist halt, liegt im Geschmäckle, aber man kann sie ja hinterherziehen und verschieben auch den Initialstop, um die Risikogrößen anzupassen oder den Abstand einfach anzupassen. Das ist gar kein Problem. So, dann haben wir noch die Targets. Was nutze ich da immer am liebsten? Das ist hier entweder ein Multiple Risk One Level. Das heißt, wir haben 1 Target, 2 Targets, 3 Targets. Machen wir mal 2, dann haben wir gleich, glaube ich, alles erklärt. Dann haben wir so eine Einstellungsmöglichkeit. Das hier oben lasse ich mal außen vor. Wichtig ist hier zu wissen, wie viel soll er verkaufen von eurer Position, wenn er das erste Ziel, das steht im Endeffekt hier, erreicht hat. Hier verkauft er die Hälfte. Man kann das natürlich auch verändern. Man sagt hier 40%. Wie viel verkauft er, wenn er das zweite Target erreicht? Man könnte jetzt sagen 60, könnte aber auch sagen, nee, nur 20. Und wenn man jetzt rechnen kann, dann weiß man, dass es 60 sind, dann hätte ich noch 40% offen. Das heißt, es wären 2 Targets erreicht und den Rest würde ich dann
vielleicht mit meinem manuellen Initialstop weiter verschieben. Das ist individuell anpassbar. Was müssen wir noch wissen, wenn wir Targets einbauen wollen? Klar, wir müssen wissen, wo soll er die denn hinlegen? Auch das ist nur ein Vorschlag. Ja? Also ungefähr kommt das hin. Man kann das ja justieren, wo es im Chart sinnvoll ist. Das erste Target legt er hier zum Beispiel 1,5 Risiken, also der Abstand zwischen Einstieg und Initialstop, den spiegelt ihr im Endeffekt nach oben. Also konkret kann ich euch das kurz aufmalen. Wir gucken uns das nächste Mal dann an. Nehmen wir mal an, ich steige jetzt hier ein. Das wäre mein Einstieg und das wäre mein Stop unter dem Stab. Dann habe ich ja einen gewissen Abstand, logischerweise. Einstieg und Stop. Und den würde er jetzt nach oben einmal und ein halb. Dann liegen wir jetzt ungefähr hier. Hier würde er wahrscheinlich, jetzt habe ich eine falsche Verzeichnung schon genommen, hier wäre das erste Target und das zweite Target hat dann die dreifachen Abstand, dann würde er hier 1, 2, 3, wahrscheinlich hier ungefähr hier so liegen. So. Und ich könnte dann aber natürlich die Targets verschieben, wo ich die hinhaben möchte. Ja? Das solltet ihr wissen, wenn ihr das einspielt. Das gleiche kann ich mit den Tick-Levels machen. Ja, wie viele Ticks soll es sein? No-Target heißt, ich will gar kein Target haben. Ja, also ich arbeite gerne mit einem Target, was relativ, sag ich mal, da, wo er hinkommt, aufgrund von Volatilitätsberechnungen, wo ich ungefähr weiß, wo der Kurs auch wirklich hinlaufen kann. Es nutzt ja nichts, wenn ich mir sage, der Kurs, ich möchte auf jeden CAV von 7 haben und lege den da oben hin. Ich weiß gar nicht, ob ich CAV 7 überhaupt erreiche. Das ist schön in der Statistik dann, dass meine Trades mal CAV 7 haben. Aber ich muss natürlich auch erreichbar sein und dafür muss man ja auch eine Auswertung haben. Deswegen kann ich nur empfehlen, untersucht eure Trades auf jeden Fall, sage ich mal, auf bestimmte Wertigkeiten, auf bestimmte reproduzierbare Sachen, die im Chart euch auch einen Vorteil bringen. Ja, dann kann man das mit Pivotpunkten machen, letztendlich auch, welche Levels da gemacht werden. Verschiedene Möglichkeiten. So, jetzt sind wir schon 8 vor 8. Das ist das. Wenn ich das jetzt übernehme, dann habe ich diese Einstellungen für meinen MACD Long Signal gemacht. Ja. Wenn ich jetzt hier das Ding übernehme, dann habe ich Dings so drin, zack, die Bar bei Bar so drin. Und jetzt müsste theoretisch, wenn ich jetzt hier rechts reinklicke und das übernehme, auf Neuladen mache oder hier unten den, so sind die Signale weg, habe ich ja nur den. So. Das ist ein Signal. Wenn ich jetzt hier doppelt draufklicke, müsste er was reinmachen. Es wird aber nicht passieren. Oder doch? Macht er das? Nein, warum nicht? Weil ich gar kein Konto angeschlossen habe. Ja. Strategiewarnung, entweder habe ich auch einen Fehler drin, das kann auch sein, aber das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ich kein Konto angebunden habe. Wenn ihr das testen wollt, dann legt doch am besten einfach Verbindungen, verbinden, SIM-Account mit hinzu. Und dann schauen wir mal, ob es jetzt geht. Jetzt geht's. Also es liegt nur daran, dass ihr dann halt kein Konto dran habt. So. Und jetzt hat er die Einstellung gemacht, die ich gerne hätte. Er hat eine Long Order gesetzt, ja, und hat einen Initialstop gesetzt nach einer bestimmten Regelung. Die Zahlen jetzt, die Stückgröße, die richten sich nach dem Money Management. Das sind 430 Stück. Damit kommt jetzt, sage ich mal, nicht die individuelle 100 Euro, wie ich vorhin gezeigt habe, im Setup Escort eingestellte Ordergröße zum Tragen, sondern die übergeordnete Money Management und Risikomanagement Einstellung. Hier oben haben wir auch noch das Ding, ist damit drin? Nö. AT++ Manager zum Beispiel. Ja, wenn er da drauf geht, das machen wir auch beim nächsten Mal, dann habt ihr hier die Risikoverwaltung und die Einstellungen werden dann genommen. Und natürlich hat man auch eine Einstellung zum SIM-Konto und kann dort natürlich auch den Betrag eingeben. Ich glaube, der liegt hier bei 100.000, deshalb ist hier so viel Positionsgröße. Was man aber natürlich machen kann, was ich gesagt habe, man kann den Initialstop hier immer hin und her schieben und dann verändert sich ein bisschen die Positionsgröße vielleicht irgendwann. Ein bisschen weiter weg. Wenn man sieht, hier 301 wären es, wenn ich näher rangehe, wären es noch mehr, 418. Das kann man machen. Man kann auch die Einstiegsorder dorthin schieben, wo man möchte. Es ist nur ein Vorschlag, wie gesagt. Und man sieht immer, was hat man hier an Risiko. 2189 paar zerquetschte. Das ist mein Risiko. Und wenn ich das alles toll finde, meinetwegen kann ich das auch mit dem Target machen. Das haben wir jetzt hier nicht drin. Dann drücke ich hier den grünen Haken. Das ist übrigens eine Short Order, wie ich gerade sehe. Genau. Das ist eine Short Order, keine Long Order. Drücke ich den grünen Haken hier und dann wird das Ding scharf.
Ja, und dann verändert sich es auch, weil man sieht, es wird dunkelrot und man hat dann hier eine Verbindung. Das heißt, diese grüne Linie ist If-Dann-Verbindung. Das heißt, wenn das hier getriggert wird, der Kurs hier runterkommt, dann haben wir eine Short Order und das würde bedeuten, dass hier dann automatisiert die Initial-Stop Order hineingelegt wird. Also dieser Verlustbegrenzungsstopp. Es liegt dann auch beim Broker. Wichtig ist, wenn ihr auf Tagesbasis handelt, dass ihr auch zu diesem Zeitpunkt mit dem Broker verbunden seid. Ja, das ist schon mal wichtig. Das heißt, im Endeffekt haben wir jetzt gezeigt, gelernt, erkannt, dass wir mit der Analyzer-Escort-Spalte im Gegensatz zu diesen beiden Signalspalten das Signal mit einem Setup verbunden haben. Wenn wir da doppelt draufklicken, kriegen wir halt eine Einstiegsorder mit den Einstellungen aus dem Setup Escort und können die natürlich verändern. Wenn wir alles cool finden und alles passt, gehen wir da drauf. Nächstes Mal machen wir noch ein paar Feinheiten hier zu der Analyzer Escort Spalte und dann zu den Ordern letztendlich und wenn wir dazu noch kommen, dann in die Risikoverwaltung. Na? So, wenn ihr noch Fragen habt, dann los jetzt, weil jetzt rennt die Zeit gleich weg. Und dann sind wir dann nämlich dann noch schon fertig. Okay, sehe keine Fragen. Ich mache mal den Chat auf, ob da was drin ist. Ja, super. Dann scheine ich alles so vermittelt zu haben, dass ihr das verstanden habt. Ihr könnt mir gerne auch eine E-Mail schicken. Wer das möchte, ich beantworte die auch. Es dauert manchmal ein bisschen länger, weil man kriegt eine ganze Menge E-Mails. Zum Beispiel tradercoach.de. Ihr könnt hier über mich gehen, auf meine Homepage. Das ist meine Strategie, die ist übrigens ausführlich erklärt. Also wie die funktioniert, steht auch drauf. Ihr könnt hier einfach über mich gehen, auf Kontakt und könnt mich dort anschreiben. Und natürlich könnt ihr auch cb@tradercoach.de wählen. Hier ist so eine E-Mail. Ich glaube, was passiert denn da eigentlich? Naja, okay, da muss man das E-Mail-Programm haben dafür. Könnt ihr mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Passt auf, Name für meinen Clubzugang, fragt der Günther. Naja, er ist Club. Das ist der Trade-Scanner. Das ist was Neues, was kommt. Das wird mega spannend. Da sind wir dran mit Trading Journal und so weiter. Da habt ihr alles in einem Trading Journal, automatisierte Signale. Egal. Ihr werdet sehen. Das ist noch nicht so ganz spruchreif. Wir sind da dran. Aber danke, Günther. Das gerne. E-Mail-Adresse in Chat schreiben. Na klar. Moment, in den Chat. Das ist eine gute Idee. CB ist ganz einfach. Tradercoach.de. Tradercoach.de. Zack. So geht es auch. Ich schreibe ja eigentlich kaum was rein. Also von daher, ja, schreibt mir eine E-Mail. Ich freue mich. Ihr könnt auch andere Fragen stellen. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr mehr Hilfe braucht, ich bin immer gerne bereit, Leute kennenzulernen. Wo war es? Wo war es? Geh auf Startseite. Ihr könnt auch hier unten einfach einen Gesprächstermin machen. Dann unterhalten wir uns einfach mal. Das ist auch mal ganz nett. Also, von daher bleibt gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Und wie gesagt, das Ding wurde, glaube ich, auch aufgezeichnet. Von daher, ja, wurde aufgezeichnet. Könnt ihr euch das nochmal anschauen und das alles nachbauen. Schaut euch die anderen Videos noch an dazu. Und dann habt ihr demnächst wahrscheinlich auch einen guten Agena-Trader. Bis dann. Ich danke dir, Carsten. Vielen Dank an dich und natürlich auch an die Teilnehmer. Das nächste Webinar ist am 11. Mai. Dann haben wir wieder Perlentaucher. Sehr gut. Von daher, da hören wir uns dann vielleicht wieder. An die Teilnehmer, bleiben Sie gesund, passen Sie auf die Positionen auf. Und Carsten, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.